Schwandorf bewegt sich, heißt es, am 30. Juni bereits zum 13. Mal in der großen Kreisstadt. Dann findet erneut der Schwandorfer Charity Lauf statt. Unter der bewährten Moderation von Armin Wolf finden wieder zahlreiche Sponsorenläufe ihren Eingang ins Programm. Start und Ziel ist allerdings dieses Mal das Sepp-Simon-Stadion. Das Stadion musste gewählt werden, da sich die Friedrich-Ebert-Straße zum Austragungszeitpunkt in Sanierung befindet. Als Veranstalter fungiert erneut der Skiclub Schwandorf zusammen mit dem Stadtverband für Sport. Und da erzählen uns die Verantwortlichen doch gleich mal, wie das mit der Anmeldung läuft. Unsere Anmeldung für den Charity-Lauf 2018, der am 30.06. hier im Sepp-Simon-Stadion stattfindet, ist ab morgen, Samstag, dem 7. April, geschalten über unsere Internetseite www.charitylauf-schwandorf.de. Kommt ihr zu unserem Anmeldelink bei der Firma Zeitgemäß und dann ist die Online-Anmeldung für euch offen. Wir bitten darum um fleißige Online-Anmeldungen, da wir dann natürlich weniger Arbeit am Veranstaltungstag haben und einfach ein bisschen besser vorbereitet sind. Wir freuen uns auf euch, kommt's raus, wäre eine super Sache im Sepp-Simon-Stadion. Wer noch nicht weiß, ob er Zeit hat und es am Veranstaltungstag entscheiden will, kann natürlich auch am Veranstaltungstag ab 13 Uhr ins Stadion kommen. Da ist unsere Anmeldung besetzt und ihr könnt euch bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Lauf bei uns anmelden. Vielen Dank, schaut's vorbei, danke. Nun, dann steht dem Programm ja nichts mehr im Wege, das übrigens wieder sehr umfangreich ist. Unter anderem mit der Wertung zum schnellsten oder schnellste Schwandorferin, ebenso wie dieses Jahr auch jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Shirt bekommt und für die Kleinen gibt es selbstredend eine Medaille. Neu ist in diesem Jahr auch eine eigene Special Olympics Wertung. Die Teilnehmer dieser Klasse nehmen ganz dem Inklusionsgedanken folgend zu gleichen Konditionen an den Läufen teil wie alle, bekommen jedoch eine eigene Wertung. Und eine eigene Siegerehrung. Der Reinerlös der ganzen Veranstaltung geht dann wieder an gemeinnützige und karitative Einrichtungen in der Region. Damit aber noch nicht genug. Eine Schülersportaktion findet dieses Jahr auch wieder statt. Sie sehen oben Bilder aus dem letzten. Was dieses Jahr geboten ist, erzählt uns jetzt Armin Wolf. Es wird hier im Schwandorfer Sepp-Simon-Stadion eine ganz, ganz große Aktion für Grundschüler aus Schwandorf stattfinden am 7.6. Das Ganze soll ein bisschen als Vorbereitung dienen für den Charity-Stadtlauf, der dieses Mal Start und Ziel hier im Sepp-Simon-Stadion hat. Mit dabei werden sein Läuferinnen und Läufer vom Armin-Wolf-Laufteam, also von meinem Sportteam. Dann kommt das DFB-Mobil, der Skiclub Schwandorf wird sich einbringen und natürlich brauchen wir das Schulamt dazu. Wir werden verschiedene Stationen aufbauen. Ich werde prominente Sportler mitbringen, zum Beispiel den FIFA-Schiedsrichterassistenten Edi Beitinger, den Vize-Weltmeister im Nordic Walking Wolfgang Scholz und. Und wir wollen, dass die Kinder einen ganz tollen sportlichen Vormittag hier erleben.